Dass ich eine andere Frau geküsst habe, das war schon ziemlich lange her. Ich verspüre eine unwiderstehliche Lust, mit dir zu schlafen. Oh, das geht jetzt sehr schnell. Dabei habe ich alles so gemacht, wie sie es gehört. Ich habe meine Frau und meine Kinder erwähnt und dass ich wahrscheinlich kein guter Fang bin. Nein, das hattest du nicht erwähnt. Ich meine, es ist ganz einfach. Wir fühlen uns zueinander hingezogen, wir mögen uns, wir bauen keine Luftschlösser. Wir müssen uns eine Strategie überlegen wegen der Diskretion. Eine Strategie? Na, ich gehe rein, nehme mein Zimmer, gehe nach oben, zieh mich aus, streichle mich und ruf dich an. Warte. Vielleicht rufst du mich an, bevor du dich ausziehst. Du begehrst mich, weil ich dir nicht gehöre. Es wäre letztlich egal, ob ich es bin oder eine andere. Naja, bis jetzt habe ich noch keine getroffen, die so ist wie du. Möchtest du mit mir zusammen duschen? Nein, ich will deinen Geruch behalten. Wir haben sowas noch nie gemacht. Es ist irgendwie eine Art Fantasie, die wir uns mal erlauben wollten. Es kommt vielleicht seltsam vor, aber das hat in meinem Leben gefehlt. Bei jeder unserer Begegnungen, da habe ich mich gefragt, ob das jetzt die letzte ist. Dinge ändern sich andauernd. Selbst wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, werde ich doch nicht mehr genau dieselbe sein. Es ist etwas passiert, Simon. Du bist doch nicht in sie verliebt. Ich dachte, es wäre einfach. Man darf sein Leben nicht versäumen. Sie sind schön, Sie beide. Es kommt nicht oft vor, dass jemand sagt, ich sei schön. Sie hat nicht gesagt, dass du schön bist, sondern dass wir schön sind. Das ist nicht dasselbe.